Eine erst junge Dreijährige. Halten wir ein wenig Ruhe und Andacht. Sie hat es verdient. Nehmen Sie nur diese erste Gerade in sich auf. Dann wissen Sie, wovon ich spreche. Es ist heute das dritte Mal, dass ich diese junge Dame hier erleben darf. Ich war, ich muss es sagen, lieber Uli, geflasht. Bei den Videoaufnahmen, die wir im Sommer machen durften. Natürlich hat sie noch ein bisschen große Augen bekommen in dem schönen bunten Garten des Hauses Kasselmann. Aber sie belohnte es mit unglaublichem Effekt und sensationellen Möglichkeiten. Sie ist erst drei. Unglaublich, was der liebe Herrgott ihr mitgegeben hat, dieser Tochter des Fürstenball Sir Donnerhall Don Schufro. Meine Damen und Herren, und dann möchte ich auch schon schweigen, ihre Mutter Sibiola, diese Sir Donnerhall Don Schufro, ist eine ganz besondere. Sie brachte auch nämlich Siola hervor, die wiederum De Deceg Sessuans Donnerhall hervorbrachte. Und das haben sie den Gazetten gerade erst entnommen. Ich hoffe, Paul, du bist noch unter uns, denn du wirst es natürlich auch mit Freude vernommen haben. Den 50-Tage-Test gerade absolviert mit 9,19. Und Uli, das sind Noten. Da wird sie auch mal landen. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Sicher bin ich mir auch, dass dieses Pferd eine ganz große Karriere vor sich hat. Ich habe noch nie ein junges Pferd gesehen, das dreijährig in dieser Balance und dieser Selbstverständlichkeit sich bewegt und sich zeigt. Und das macht ein wirklich Stück demütig, wenn man sieht, was die Natur uns hier gezeigt und präsentiert hat. Der Übergang hier zum Trab und wie sie jetzt durchfußt, durchfedert, das ist schon einmalig. Und hoffe nur, dass dieses Pferd in sehr, sehr gute Hände kommt und den Weg in den Spitzensport findet. Die Qualität ist außergewöhnlich. Und außergewöhnlich ist auch das Interieur von der Stute. Die will alles richtig machen. Genießen wir einfach dieses schöne Pferd. Ja, das ist ganz, ganz selten. Und von dieser 39-jährigen Geschichte, naja, viele Jahre habe ich schon mitbegleiten dürfen, aber in dieser Brillanz, mit diesem natürlichen Talent, mit dieser jugendlichen Bergauftendenz, ich glaube, in dieser Güte hatten wir sowas bisher ganz, ganz selten hier im Ring. Ja, hier können Championatsträume wahr werden. Und dann schauen wir mal auf den Abschluss deines tollen Vortrages, Nicole. Oh, jetzt kannst du ruhig mal dranbleiben. Oh, mach doch einmal rum, das kann sie ab. Mittellinie, wenn du kannst. Oh, ist richtig. Oh. Super.
Super, klasse, tolle, tolle Stute, die Corsa. Ein Tritt wie der andere, schön im Takt der Musik. Vielen Dank. Die 25.